Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, unsere Kirchen, in denen wir uns versammeln, sind für uns mehr als nur ein bloßer Versammlungsraum. Hier erwarten wir die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Hier warten wir auf ein Wort des Trostes und Ermutigung für unseren Alltag, gerade in dieser für viele schwierigen Zeit der Pandemie. Freue dich, so werden wir heute begrüßt. Letare Jerusalem, freue dich, Jerusalem, freut euch alle und trinkt euch satt an der Quelle göttlichen Trostes. Deshalb mischt sich in der liturgischen Farbe, in das Violett der Fastenzeit, bereits das Weiß des Ostern. Was auch immer wir mit uns tragen an Leid und Not, es soll gewandelt werden durch Gott. Und am Ende, so hören wir heute, steht sein großes Ja zu uns. So lasst uns Christus, den Herrn, in unserer Mitte grüßen. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast in deinem Sohn die Menschheit auf wunderbare Weise mit dir versöhnt. Gib deinem Volk einen hochherzigen Glauben, damit es mit froher Hingabe dem Osterfest entgegeneilt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem zweiten Buch der Chronik. In jenen Tagen begingen alle führenden Männer Judas und die Priester und das Volk viel Untreue. Sie ahmten die Gräueltaten der Völker nach und entweihten das Haus, das der Herr in Jerusalem zu seinem Heiligtum gemacht hatte. Immer wieder hatte der Herr, der Gott ihrer Väter, sie durch seine Boten gewarnt. Denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Sie aber verhöhnten die Boten Gottes, verachteten sein Wort und verspotteten seine Propheten, bis der Zorn des Herrn gegen sein Volk so groß wurde, dass es keine Heilung mehr gab. Die Chaldäer verbrannten das Haus Gottes, rissen die Mauern Jerusalems nieder, legten Feuer an alle Paläste und zerstörten alle wertvollen Geräte.
Alle, die dem Schwert entgangen waren, führte Nebukadnezar in die Verbannung nach Babel. Dort mussten sie ihm und seinen Söhnen als Sklaven dienen, bis das Reich der Perser zur Herrschaft kam. Da ging das Wort in Erfüllung, das der Herr durch den Mund Jeremias verkündet hatte. Das Land bekam seine Sabbate ersetzt. Es lag brach während der ganzen Zeit der Verwüstung, bis 70 Jahre voll waren. Im ersten Jahr des Königs Kyros von Persien sollte sich erfüllen, was der Herr durch Jeremia gesprochen hatte. Darum erweckt der Herr den Geist des Königs Kyros von Persien. Und Kyros ließ in seinem ganzen Reich mündlich und schriftlich den Befehl verkünden. So spricht Kyros, der König von Persien: Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Reiche der Erde verliehen. Er selbst hat mir aufgetragen, ihm in Jerusalem, in Juda, ein Haus zu bauen. Jeder unter euch, der zu seinem Volk gehört, der Herr, sein Gott, sei mit ihm, der soll hinaufziehen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei. Richtet euch auf. Richtet euch auf und erhebt.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodemus: Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Denn darin besteht das Gericht. Das Licht kam in die Welt, doch die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, das Licht am Horizont ist ein viel zitiertes Wort. Immer wenn die Menschen eine lange Krise durchleben müssen, dann halten sie Ausschau nach diesem Licht am Horizont. Sei es bei der vergangenen Weltwirtschaftskrise vor gut 10 Jahren oder jetzt in dieser Corona-Pandemie. Und auch da wird inzwischen vermehrt und nachdrücklicher vom Licht am Horizont gesprochen, seitdem weltweit die Impfungen angelaufen sind. Und wir Menschen brauchen solch ein Licht am Horizont, um nicht irre zu werden in schweren Zeiten oder in Notlagen zu verzweifeln. Letare, freue dich, bekommen wir heute mit den Worten des Propheten Jesaja mitten in der österlichen Bußzeit zugerufen. Freue dich, seid fröhlich, alle, die ihr traurig wart. Freut euch und trinkt euch satt an der Quelle göttlicher Tröstung. Denn heute feiern wir unser Licht am Horizont, wenn wir unseren Blick bereits in Richtung Ostern richten. Und ob Weltwirtschaftskrise oder Corona-Pandemie, dieses Licht am Horizont Krisengeschenk. Denn, so haben wir es eben bei Johannes gehört, Gott hat ein großes Geschenk gemacht, um die Welt zu retten. Und dieses Geschenk ist nicht nur irgendein weiterer Prophet, sondern es ist sein einziger Sohn, den er in die Welt gesandt hat. Und die Gabe Gottes, dieses Geschenk Gottes, ist nicht direkt das ewige Leben, wie man heute beim Hinhören denken könnte. Die Gabe Gottes ist der Sohn. Martin Luther hat treffend übersetzt, er gab seinen eingeborenen Sohn. Das ist das Geschenk Gottes an die Menschen. Und so geht es heute, liebe Schwestern und Brüder, weniger um das Hingeben oder Dahingeben, was an den Tod Jesu denken lässt. Nein, es geht schlicht und einfach um das Geben. Und diese Gabe ist der Sohn. An ihn kann und soll ich glauben, denn er ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Nur durch ihn haben wir dann das ewige Leben. Und dieses Geschenk, diese Gabe ist bedingungslos. Ich brauche es nur anzunehmen. Nichts anderes bedeutet Glaube. Der Glaube ist, wie wenn man Brot isst, das einem angeboten wird, oder man aus einem Glas trinkt, das man einem serviert. Es wird mir geschenkt und es steht mir frei, es anzunehmen oder nicht. Und hat Mose
noch das Gesetz gebracht, das ihm Gott übergeben hat? Oder haben die Propheten mahnende und auffordernde Botschaften von Gott übermittelt? So ist mit Christus, der Geber und die Gabe, nichts Unterschiedliches, sondern ein und dasselbe. Und deshalb kann Jesus auch zum Zöllner Zachäus sagen, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, eben weil er persönlich beim Zöllner Zachäus eintritt und weil er selber Gottes Geschenk und Gabe ist. Liebe Schwestern und Brüder, wenn immer wieder, auch von verzweifelten Menschen, die durchaus nachvollziehbare Frage gestellt wird, wie Gott denn das Böse und das Schlechte in dieser Welt zulassen kann, oder wo denn Gott ist in dieser oft bösen Welt, dann erhalten wir heute im Evangelium von Johannes genau die Antwort. Er ist in dieser Welt, in Jesus Christus, wo sonst? Gott kümmert sich um die Welt und er gibt sogar das Kostbarste, das er nach menschlichem Ermessen hat, seinen Sohn, der unser Leben geteilt hat mit allem, was es ausmacht. Auch das schreckliche Leid von Not und Tod. Dann stellt sich auch eigentlich nicht mehr die Frage nach einem ohnmächtigen oder nach einem allmächtigen Gott, sondern es begegnet uns ein Gott, der sich wie ein Verliebter verhält und der Welt seinen Sohn gibt. Und das kann man nur Liebe nennen. Und so dürfen wir heute mit Recht rufen, Letare, freue dich, denn unser Licht am Horizont ist greifbar. Dieses unser Licht, Christus selbst, kam bereits in die Welt. Staunen wir doch über diese Liebeserklärung Gottes, die auch und gerade in solchen Krisenzeiten ihre Gültigkeit hat. Und wenn wir die Wahrheit tun, so heißt es bei Johannes weiter, dann kommen wir zum Licht, dann nehmen wir dieses große Geschenk an. Denn ohne Wahrheit geht nichts. Ohne Wahrheit geht die Welt zugrunde. Das haben wir so ausdrücklich in den vergangenen 4 Jahren der Weltpolitik erlebt. Ohne Wahrheit gibt es keine menschliche Welt. Ohne Wahrheit wird jede Politik zur Unterdrückung und Lüge. Ohne Wahrheit wird jede Wirtschaft zur Ausbeutung. Ohne Wahrheit wird jeder Glaube zu einer menschenverachtenden Ideologie. Ohne Wahrheit wird jede Religion zu einem gefährlichen Fanatismus. Ohne Wahrheit wird jeder Mensch zum Unmenschen. Und ohne Wahrheit wird jede Liebe zur Heuchelei. Wahrheit und Liebe gehören zusammen. So wünsche ich uns allen diese Sehnsucht zur Wahrheit, denn auch sie ist ein Name Gottes. Und ich wünsche uns allen die Freude über dieses große Geschenk Jesus Christus, in dem uns Gott seine Fülle der Liebe zeigt. Letare, freuet euch. Amen. Bekennen wir gemeinsam unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Gott hat seinen Sohn in unsere Welt gesandt, um Licht in unsere Dunkelheiten zu bringen. So bitten wir, Gott steh ihnen bei. Gott steh ihnen bei. Wir vertrauen dir die Erkrankten an und die Gefährdeten, die besorgten Menschen und alle, die andere umsorgen. Gott steh ihnen bei. Gott steh ihnen bei. Wir verbinden uns mit allen, die sich durch die Beschränkungen bedrückt fühlen und seelisch verletzt. Wir denken an alle, deren Sorgen wachsen und besonders die Kinder und Jugendlichen. Gott stehe ihnen bei. Gott stehe ihnen bei. Wir bitten dich für alle, die in Politik und Gesellschaft Verantwortung tragen, die ein Mandat oder ein Amt übernehmen wollen. Gott stehe ihnen bei. Gott stehe ihnen bei. Für alle, die glaubwürdig und engagiert ihr Bestes geben und für alle, die sich um Transparenz bemühen und alle Beteiligten in Politik und Gesellschaft, in Kirche und Wirtschaft. Gott stehe ihnen bei. Gott stehe ihnen bei. Wir vertrauen dir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in kirchlichen und sozialen Einrichtungen an, die an ihrem Ort den Glauben leben und bezeugen. Gott stehe ihnen bei. Gott stehe ihnen bei. Wir bitten dich für alle, die allein sterben müssen. Wir bitten für alle unsere verstorbenen Angehörigen, für alle Opfer von Gewalt und von Katastrophen, und alle, die das Unheil mitverschuldet haben. Gott stehe ihnen bei. Gott stehe ihnen bei. Lebendiger Gott, du hast deinen Sohn gesandt, um die Welt zu retten. Wir danken dir für deine Liebe und preisen dich im Heiligen Geist. Amen. Thank you.
Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Amen. Herr unser Gott, in der Freude auf das Osterfest bringen wir unsere Gaben dar. Hilf uns gläubig und ehrfürchtig, das Opfer zu feiern, das der Welt Heilung schenkt und den Tod überwindet. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Menschwerdung hat er das Menschengeschlecht aus der Finsternis zum Licht des Glaubens geführt. Wir sind als Knechte der Sünde geboren, er aber macht uns zu deinen Kindern durch die neue Geburt aus dem Wasser der Taufe. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Gebhard und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke alle unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, dem heiligen Martinus und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Letare, freuet euch. In dieser Freude wollen wir so beten, wie es uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuld. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Herr Jesus Christus, du bist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
Seht Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Jerusalem, du starke Stadt, dicht gebaut und festgefügt, dorthin ziehen die Stämme hinauf, die Stämme des Herrn, den Namen des Herrn zu preisen. Wir teilen die Kommunion zu zweit aus. Bitte beachten Sie, nur über den Mittelgang nach vorne, auch von den Seitenschiffen aus, bitte nur in einer Reihe mit dem nötigen Abstand, zuerst das Mittelschiff, dann die Seitenschiffe, um Staus zu vermeiden. Thank you.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, dein ewiges Wort ist das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Heile die Blindheit unseres Herzens, damit wir erkennen, was vor dir recht ist und dich aufrichtig leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Noch eine Vermeldung. Herzlich laden wir am kommenden Samstag, 20. März, um 17 Uhr ein zum 5. Abendlob im Dom mit Wort und Musik zur Fastenzeit, das von Schwester Dorothea Pirkowski geleitet wird. Es erklingen geistliche Gesänge und Musik für Sopran, Violine und Orgel von Heinrich von Herzogenberg und Josef Gabriel Reinberger. Musiziert von Ulrike Christina Herter, Sopran, Daniela Matthias, Violine und Domkapellmeister Christian Schmidt an der Orgel. Anmeldung online bis kurz vor Beginn des Abendlobes über die Website der Seelsorgeeinheit und telefonisch bis Freitag 11 Uhr im Dompfarramt. Infos finden Sie auf der Website der Dommusik. Dasselbe gilt für die musikalische Andacht am Mittwoch um 16.30 Uhr und ebenso am Freitag um 15 Uhr immer zu unserem wöchentlichen Kreuzweg. Ich sage herzlichen Dank der Abordnung der Mädchenkantorei, sage Dank unseren Ordnerinnen, Lektor, Ministranten, alle, die an der Liturgie tätig waren. Ich wünsche Ihnen allen einen erholsamen, einen gesegneten Sonntag. Vergessen Sie nicht zu wählen, wenn Sie es schon getan haben. Gehen wir mit Gottes Segen. Der Herr sei mit euch. So segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Gehet hin in Frieden.